Hey Leute, Florian23 ist hier wieder mit einem erneuten Video. Ich glaube Episode 3 von meinem Let's Play, wie gesagt, kann man es nicht nennen, einfach ein bisschen spielen bei Virtual Gaming. Heute spielen wir wieder um 10 Dollar gegen einen Spanier, meine Lieblingsgegner, wie ihr wisst. Ich liebe es, gegen Spanier zu spielen. Natürlich nicht. Und ja. Gucken wir mal, was so geht. Ich habe jetzt längere Zeit kein Video mehr rausgehauen, weil, ich sag's euch ganz ehrlich, ich hatte jetzt nicht so Lust. Deswegen, ja. Ah, heute hau ich mal wieder eins raus. Ronaldo. Bale. Modric. Wo ist Marcelo? Juh. Die Maria Khedira. Okay, können wir starten. Oh. Es ist 0:40 Uhr am 18.04.2014. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, euch geht es auch gut. So, gucken wir mal, was so geht. Wenn ich das Match hier gewinnen sollte, habe ich. Bitte was? Bitte was? Ja, okay. Läuft auf jeden Fall. Müssen wir wohl die aktuellen Karte herunterladen. Ist natürlich auch sehr toll. Okay. Jetzt kann's losgehen. Jetzt kann es losgehen. Jo, laden wir ihn noch mal ein. Trinken einen Schluck. Jetzt lädt er mich ein. Bleib aber mal drin. Ich hoffe, dass er mir jetzt joint. Ich schreibe ihn mal. Sorry, dass ihr jetzt hier ein bisschen warten müsst. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Heul. Mein Gott, dann join ich ihm halt. Meine Fresse. Jetzt joint er mir bestimmt im genau gleichen Moment. Naja. So, jetzt aber. So, aktuelle Karte sind heruntergeladen. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, liegt es an Ihnen. An ihm. Und nicht an mir. Ich überlege das, ob das mit Modric auf ZM überhaupt Sinn macht. Für die auf ZM, der auch eh ein bisschen offensiv ist hier. Modric, ZM, Bale, Ronaldo. Ja, wird man halt sehen. Jo. Viele tun ja anstatt Casillas Diego Lopez rein. Und das ist natürlich berechtigt. Weil besonders bei Anschlussglitches. Bei Anschlussglitchen. Glitchen? Glitchen? Heißt das Glitchen? Keine Ahnung. Ist Casillas der Buggy und. Ja. Auf geht's. Ja, drückt er erstmal auf Start. Ist wahrscheinlich nicht fertig geworden.
So, jetzt. Okay. Ja, geschieht ihm recht, dass er einen Pfosten getroffen hat, ey. So, das wäre so ein Scheiß-Tor gewesen, ey. Ist euch ein guter Start für ihn. Also, halt außer dem Pfostentreffer, aber die Chance. Ich meine, die kann man auch schon mal machen, die muss man nicht an den Pfosten setzen, das ist ja doch. Oh, nein, ich habe geschossen, weil ich dachte, der Ball verspringt oder so. Naja, Modric. Holen wir den mal und flanken rein. Ja, sieht gut aus. Oh. Also. Spanier. Schiedsrichter, bezahlt, Bestechung. Hallo? Ist das überhaupt noch FIFA? Ist das Fußball? Was war denn das jetzt? So ist das ziemlich viel Pech für ihn, aber wie das alles zustande gekommen ist, das hat doch nichts mehr mit Fußball zu tun. Und das ist Modric. Hätte ich vielleicht eine Körpertäuschung machen können. Wäre, glaube ich, auch besser gewesen in dem Fall. Ja. Und der ist drin. Ich hasse den Torjubel. Ich hasse ihn. Irgendwie so aggressiv. Ja, guck dir die Scheißtor an, Alter. Scheiß Spanier. Die, irgendwie, wenn ich gegen Spanien spiele, fühle ich mich immer gleich. Die nimmt das immer Madrid. Können nur mit Madrid spielen. Immer das Gleiche. Machen immer das Gleiche. Körperantäuschungen, Scoop-Turns und so weiter, ihr wisst. Oh, ja, super. Wirklich ein super Start für mich. Komm. Benzema. Benzema. Die Maria. Die Maria. Die Ballannahme. Also, normalerweise ist das ein Tor. Wenn er den Ball gescheit annimmt. Normalerweise. Die Maria. Die Maria. Jetzt macht das aber besser. In your face. So schnell kann es gehen. Das hat die Maria jetzt mal schön gemacht. Schön gelaufen und dann passt im richtigen Moment. Ach so! Kein Foul. Nicht. Normalerweise ist das gelb. Foul gelb. Ich muss mir das Glück erzwingen. Modric. Genauso. Oh, hat jetzt mal ein bisschen Luck. Und hier hatte ich keinen Luck. LOL. Wenn der reingeht, ey. Wenn sie mal. Kein Abseits. Doch. Natürlich, der wäre perfekt rein. Natürlich, natürlich. Was macht denn der jetzt, ey? Nee, kommt nicht an. War mir klar, dass der nicht ankommt.
Benzema. Ja. Okay, dahin habe ich aber nicht abgeschossen. Der war auf jeden Fall abgefälscht. Also, so dumm bin ich nur auch nicht. Da muss natürlich ins lange Eck, wenn man von diesem Winkel kommt. Aber ich. Einwürfe. Oh, diesmal ist es gut gegangen. Also ich glaube, Benzema hat heute richtig viel Bock auf Fußball, hat man ihn gerade angesehen. Und Khedira. Boah, nice. Das war auch wieder random hier. Was ist das? Und den hat Casillas, den hat Casillas. Ah. Was ein Abstoß. Super. Modric. Bale. Oh Mann. Ey. Kann er nicht einfach Ronaldo stehen und der macht das Ding rein. Ne, das darf er nicht. Ah. Komm, Sergio Ramos. Bale. Ja, super. Was ist denn das für ein Geräusch? Und jetzt kann ich schon wetten, das wird so fallen. Flanke und Ronaldo. Oh, okay. Modric. Läuft unten jemand? Nö. Marcelo. Nee. Der Winkel war so, dass er den Pfosten treffen kann. Und hat ihn dann auch getroffen. Komm. Also bitte. Also bitte. Wenn die Chance aber mal reingehen würden. Okay, das war ziemlich einfach. Nee. Also, bitte frag mich nicht, was das war. Ich weiß es selber nicht. Komm, jetzt! Oh, mach keinen Scheiß, ey. Oh. Ja, meine ich doch. Hat auch Ball, aber wie der da reingegangen ist. Machen wir rein, oder? Jawohl. Ramos. Was ein Freistoß. Was ein Freistoß von Gareth Bale. Bale. Latte, aber dann. Und er braucht 10 Jahre. 10 Jahre. Boah, sorry. Ja. So, was ich euch empfehlen kann, wenn ihr 1-0 führt, warte, das zeige ich euch gleich. Wenn ihr 1-0 denn führt. Wenn ihr 1. Boah, wenn ihr denn. Boah, Schabelanze. Würde ich immer auf Konter und Defensiv stellen. Also können wir das hier machen. Defensiv. Und. Vielleicht können wir auch auf Konter stellen. Konter. So quasi ein Geheimtipp. Jetzt wieder Khedira auf den Außen. Ey, der ist so oft vorne. Also, oh Mann. Ramos.
Okay. Bayer. Nee, nee, nee. Kedira. Was? Spielt er sich dahin und oder? Ey, was war das denn jetzt? Habe ich gesehen. Aber kann es trotzdem nicht verteidigen. Boah. Also dass er die Chance nicht nutzt. Boah, also das ist. Frei vorm Tor, macht die Chance nicht rein. Darf er sich nicht beschweren, wenn er am Ende verliert. Ohne Scheiß. Würde sagen, hä? Hätte ich die Möglichkeit reingemacht. Komm. Lag nicht so. Krieg ich trotzdem den Ball? Aber so nicht. Und krieg ich trotzdem irgendwie den Ball. Und wieder den Ball. Und. Ey, Alter! Jetzt. Meine Fresse. Jetzt hat er die Ecke. Nee, da wird nichts. Habe ich gesehen. Abschluss. 20 Minuten noch zu spielen hier. So, Bale. Bale, ganz stark. Oh, wieso habe ich das gemacht mit dem Vorlegen? Aber Bale kämpft. Kämpft. Komm. Ah, oh, schade. Boah, Kopfball von Modric. Fuck you. Angel Di Maria. Okay, nach vorne. Oh, jetzt lag der. Oh mein Gott, wieso ist da auf. Ist es da so. Jawohl. Der wäre perfekt rein. Jawohl. Okay, da gebe ich jetzt keine riesigen Risiken ein. Müsste kommen. Jawohl. Komm. Mach keinen Scheiß. Was machst denn du? Komm, hast du. Hast du. So, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Natürlich, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Komm, Ronald. Nein. Komm, jetzt mal. Stark. Ah, er wusste es. Aber. Nix aber. Oh. Mann. Es war jetzt keine hundertprozentige, aber eine gute Möglichkeit. Die ich da vergeben habe. Christian. Nice. Ah, ich habe Kreis gedrückt, weil ich bisschen halten wollte, weil ich dachte, er hat den Ball und Bale. Gareth, komm, Monkey. Komm, ja. Es bleibt gefährlich und spannend. Gehen wir hier in die Verlängerung.
Weg damit, Mann. Weg damit. 3 Minuten, wofür? Wofür, EA? Wofür? Wofür? Jawohl. Unten. Okay, das sollte ich gewonnen haben. Ja. Da ist er, Matt. Da ist er, Matt. Gut. Sehr gut. Ich gucke jetzt mal, ob ich den Win bekommen habe. Ah, immer noch waiting for Mitchell Schulz. Warten wir mal ein bisschen. So. Ja, Open Disconnected, Accept Win. Und da haben wir, jetzt sind wir aktuell bei $97. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.